Ah, da sehe ich es schon. Herr Sehr Kohn. schön, hat Hallo. geklappt. Jetzt habe ich gedacht, wo sind Sie? Ja, Okay, also ich möchte mich ganz herzlich willkommen heißen. Sie machen einen Workshop über die Digitalkompetenzen, wie man die misst und auch erwirbt. Und Sie können das auch mit Hilfe von DigiSkills jetzt die Kompetenzstand feststellen, soweit ich mich da jetzt informiert habe. Und auch gezielt dann Lernmaterialien zur Verfügung zu stellen oder auch Empfehlungen zu geben. Also wir sind sehr gespannt jetzt, was Sie uns erzählen werden. Und ich möchte einfach die Teilnehmer bitten, dass sie mir in den Chat Fragen hineinstellen. Und wenn das für Sie passt, machen wir das dann am Ende, dass ich mit Ihnen über diese Fragen, also Ihnen diese Fragen weiterleite. Ist das so okay? Ja, gerne. Bin jetzt Dankeschön. frei für Sie. Ja, danke schön. Ja. Ich habe nur auf die Anmoderation Ja, gewartet. Sehr okay. schön. Ja, wunderschönen guten Morgen, darf man nur sagen. Es ist Mitte Vormittag. Herzlich willkommen aus Graz sozusagen. Virtuell natürlich sind wir überall live. Darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Walter Kohn von Bit Media. Mit dabei heute ist meine Kollegin, Frau Denise Racker. Die sozusagen auch letztes Jahr neu zu uns an Bord gekommen ist und viele, viele Schulen in ganz Österreich sehr tatkräftig sozusagen mit unseren Lösungen und Leistungen unterstützt. Und wir haben heute ein besonderes Thema mitgenommen für Sie, ein Thema, das seit längerer Zeit, also spätestens seit 2020, Beginn der Pandemie, deutlich an Bedeutung gewonnen hat, nämlich Digitalisierung in der Bildung. Ja, Schulsystem von A bis Z sozusagen. Und ich möchte gar nicht zu weit ausholen jetzt quasi. Es hat ja einen enormen Boost gegeben, was da in den letzten 2 Jahren abgegangen ist an Schulen und auch, ich sage mal so, rundherum auf dem ganzen, in der Wirtschaft und in der Gesellschaft. Und an den Schulen haben wir mitgenommen, dass natürlich ein starker Veränderungsprozess auch Einzug gehalten hat. Die österreichische Bundesregierung, Bildungspolitik hat im Bereich 8-Punkte-Plan sozusagen hier massiv Dinge in die Wege geleitet, Services aufgebaut in digitale Endgeräte, wurde wahnsinnig viel investiert. Es wird auch noch viele, viele Jahre in die Zukunft massiv reichen und wird ein wenig das Bildungssystem sozusagen schon nachhaltig verändern in Zukunft. Ja, es gibt ein paar Vorbildländer, wir schauen immer gerne so in den hohen Norden, so nach Schweden, Finnland, UK auch teilweise, wo man dem Thema seit vielen Jahren ein wenig offener gegenüber geworden oder früher schon war. Ich glaube, dass heute Österreich, wenn man so jetzt sich den Querschnitt anschaut, sehr gut aufgestellt ist. Also Österreich ist da auch im Vergleich zu Deutschland zum Beispiel, hat deutlich die Nase vorn, was einfach Nutzung von digitalen Systemen im Unterricht, Digitalisierung, Ausstattung betrifft. Also da sind wir gegenüber unseren nördlichen Nachbarn, deutschsprachigen Nachbarn, glaube ich, schon relativ gut aufgestellt und weiter vorn. Nichtsdestotrotz gibt es eine große Herausforderung. Man denke nur, wie viele Hunderte, Tausende Schüler digitale Endgeräte sozusagen zum Beispiel in der Sekundarstufe 1, in der 5. und 6. Schulstufe zum Beispiel jetzt Einzug gehalten haben und da von einem Tag auf den anderen ein wenig, wie Sie sagen, eine neue Strategie und neue Form des Unterrichts erfordern. Dann gibt es im Herbst einen neuen Pflichtgegenstand, digitale Grundbildung und so weiter. Also es wird das Thema, die Kurve wird relativ steil nach oben gehen. Und wir von Bitmedia haben uns bemüht, bereits letzten Jahr damit begonnen, ein Projekt auch umzusetzen, das wir heute auch kurz vorstellen dürfen, wo wir Schulen dabei unterstützen wollen, den Bereich der Digitalkompetenz sowohl bei Lehrpersonen als auch bei Schülerinnen und Schülern sozusagen zu fördern. Ja, sehr, sehr ganzheitlich. Und das ist der Inhalt einmal unseres jetzigen gemeinsamen Workshops. Ich darf einmal kurz auf meinen Bildschirm teilen, vielleicht ein kurzes Okay, ob das überall jetzt sichtbar ist. Ist sichtbar. Ja, sichtbar. Yes, super, ja. Das Projekt hat den Namen oder die Plattform trägt den Namen DigiSkills, also Digital Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kompetenzen, lautet der Untertitel. Und ich darf mit ein paar Folien einmal über das Thema sozusagen berichten und in das Thema einführen und so in circa
15 Minuten, 15, 20 Minuten, dann wird meine Kollegin auch in die Plattform einsteigen und dann ein, zwei ausgewählte Beispiele auch gemeinsam mit Ihnen durchgehen, um sozusagen auch die Sicht sozusagen hinter die Kulissen ein wenig zu ermöglichen, wie ist das System aufgebaut und was macht es. Ja, ja, vielleicht einmal allgemein starten wir mit dem ersten Thema. Was ist DigiSkills und wozu ist DigiSkills geschaffen worden? Ganz klar, um Digitalkompetenzen an Bildungseinrichtungen zu fördern und zu stärken. Und vor allem das digital gestützte Unterrichten, also nicht nur reines digitales Online-Unterrichten, sondern digital gestütztes Unterrichten. Also wir verwenden immer sehr gerne auch den Begriff Blended Learning, also eine Mischung aus verschiedenen Methoden und Formaten und wo einfach die Komponente digital und online einfach deutlich zugenommen hat und auch weiter zunehmen wird. Und dazu ist es notwendig, dass alle Personen, jetzt von Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern, sozusagen eine gewisse digitale Grundfitness haben, einfach Grundsystematiken kennen, Bescheid wissen, benutzen können und so weiter und auch ein wenig, wie soll ich sagen, Awareness und ein bisschen was vielleicht auch Rechtliches vielleicht ein bisschen wissen sollten, um dann auch effizient zusammenarbeiten zu können. Und das ist sozusagen unser Zweck dieses Projekts DigiSkills. So, was ist in DigiSkills enthalten? Es ist eine Plattform sozusagen, auch vorne noch einmal kurz der Bildschirm. Es ist eine Webplattform, ein Webportal, das unter der Adresse digiskills.info oder auch digiskills.at erreichbar ist, wo auch ausführliche Informationen auf dieser Plattform geboten werden und wo auch dann direkt der Einstieg in die eigentliche DigiSkills-Lernumgebung auch direkt möglich ist auf dieser Plattform. Innerhalb der Plattform gibt es zwei Hauptbereiche oder zwei Module, kann man auch sagen. Es gibt ein DigiSkills-Teacher-Modul und ein DigiSkills-Student-Modul. Diese beiden Module bestehen aus einer Reihe dann von einzelnen enthaltenen Kursen und Elementen, aber das ist jetzt nur das Modulüberbegriff, sind bereits verfügbar. Das haben wir im letzten Jahr sozusagen entwickelt und erstellt, auch gemeinsam mit einer Reihe von Pädagoginnen und Pädagogen hier zusammengearbeitet und haben diese Pakete fertiggestellt. Und die Arbeit ist auch noch nicht zu Ende. Wir arbeiten derzeit auch weiter an einem DigiSkills for All, also etwas, was auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden soll, also sprich erziehungsberechtigten Eltern und interessierten Dritten auch, um hier einfach eine gewisse Digital Awareness generell auch in Österreich zu fördern. So, woran haben wir uns inhaltlich orientiert bei DigiSkills? Wir haben nicht das Rad neu erfunden. Das ist ganz wichtig. Das ist jetzt kein Bitmedia-Standard zum Thema Digitalkompetenz, sondern wir haben uns an dem orientiert, was wir sowohl in Österreich als auch europaweit als anerkannten Standard für Digitalkompetenz definiert haben und was definiert wurde. Und ein bisschen ausholen darf, aber da gibt es einmal zum einen den sogenannten DigComp oder DigComp Standard der Europäischen Union, Kommission, wo auch ausreichend auf der EU-Webseite das publiziert ist, wo der DigComp Kompetenzstandard eben entsprechend genau beschrieben wurde. Ein Kompetenzmodell, das sich aus 5 einzelnen Kompetenzbereichen zusammensetzt und in verschiedenen Kompetenzstufen sozusagen definiert worden ist. In Österreich haben wir parallel oder begleitend zu dieser EU-Nomenklatur auch viele, viele Jahre, und das ist auch der Hauptzweck der ganzen E-Education-Praxistage natürlich, DigiComp, ja, wo wir in der Grundstufe, in der Primarstufe, in der Sekundarstufe 1 mit DigiComp 4, DigiComp 8, DigiComp 12, DigiComp P auch einen Österreich-referenzierten Kompetenzstandard für die im Bildungsbereich haben. Ja. Und wo auch
derzeit auch an diesem DigiComp. Andreas Rippel ist auch in der, im Auditorium anwesend. Also ist der Mann der ersten Stunde natürlich mit Bildungsministerium gemeinsam wird hier laufen, dieser Kompetenzstandard angepasst, erweitert. Und man hat auch aus Österreich sehr intensiv in Richtung EU mitgearbeitet an diesem DigiComp-Edu, an diesem DigiComp-Standard und DigiComp-Edu-Standard und sich eingebracht. Und ich denke, das ist sehr state of the art, was hier alles vorhanden ist. Und auf dem haben wir aufgebaut letztlich. Ja. Und woran wir uns heute sehr stark orientieren, ist DigiComp-Edu. Also das ist der Digitalkompetenzstandard für Lehrende, für Education, also Lehrende vor allem. Und der ist hier in dieser Grafik in der Übersicht kurz für Sie auch dargestellt. Das ist auch, was man von der EU-Webseite genau im Detail nachlesen kann. Der setzt sich aus 6 verschiedenen Kompetenzbereichen ab, die wiederum in Einzelkompetenzen, eine Reihe von Einzelkompetenzen und Stufen herabgebrochen sind und beschrieben sind. Ja. Und bei 5 dieser, also die ersten 5, wenn man das von links nach rechts liest, da geht es um grundsätzlich natürlich um die Kompetenzen der Lehrenden selbst, der Personen selbst. Was muss ich heute als Lehrkraft oder so an fachlicher, beruflicher Kompetenz, an persönlicher Kompetenz oder so mitbringen? Aber ganz wichtig, die 6. hier in Rot eingefärbte, das Grafiksegment lautet auch Facilitating Learners Digital Competence. Das heißt auch die Förderung, die Digitalkompetenzen der Lernenden, der Schülerinnen und Schüler, Studierenden entsprechend zu entwickeln und zu fördern. Diese Brückenfunktion obliegt natürlich sehr stark den Lehrkräften und Lehrenden. Ja, das ist übergeordnet. Und jetzt zum Projekt oder System DigiSkills selbst. Das ist ein gewisses Schema, haben wir hier aufgebaut, wie das eben abläuft. Wenn man in DigiSkills einsteigt, hat man zunächst, je nachdem, gehöre ich jetzt der Gruppe der Lehrenden oder der Lernenden an, ist entsprechend das für mich vorgesehene Modul sozusagen freigeschaltet oder eben gebucht. Und ich beginne im nächsten Schritt mit dem sogenannten Skills-Check. Ja. Der Skills-Check, das ist jeweils je Thema, also man muss sich jetzt vorstellen, ich werde dann später auch die Inhalte noch kurz im Überblick erläutern. DigiSkills Teacher, zum Beispiel dieses Lehrpersonenpaket, besteht aus einer Reihe von Kursen und jedes Kursthema beinhaltet einen vorgeschalteten Skills-Check, der genau zu diesem Themenbereich dieses Kurses eine maßgeschneiderte Kompetenzmessung macht. Ja. Dieses Skills-Check für alle, die heute DigiCheck auch bereits nutzen, sozusagen für die Kompetenzevaluierung. Wir nutzen hier beim Skills-Check das gleiche Kompetenzmessverfahren wie für den österreichischen DigiCheck des Bildungsministeriums. Nur eben, also es ist das gleiche Instrument, das hier genutzt wird. Das sind verschiedene Items, also Test-Items, wo wir eben Wissen und Kompetenz überprüfen. Nur ist es hier inhaltlich ein wenig anders geordnet, nämlich genau zu den DigiSkills-Modulen thematisch passend wurden diese Skills-Checks sozusagen neu formiert. Am Ende eines Skills-Checks kommt sozusagen mein persönlicher Wissens- und Kompetenz- oder Skills-Stand heraus. Das habe ich auf der einen Seite als Information, ausschließlich für mich selbst. Ja. Wobei, wenn das jetzt zum Beispiel Schülerinnen und Schüler machen, dann ist es die Information natürlich für die Schülerinnen und Schüler selbst, aber auch die Lehrperson hat natürlich klarerweise auch Zugriff auf diese Informationen. So, der Skills-Check beinhaltet dann noch eine zweite Funktion. Das ist nicht nur eine Information und Erkenntnis, wo stehe ich, sondern er stellt auch die Lernumgebung entsprechend um und personalisiert das Lernangebot. Nämlich, es werden die Lernampeln, diese Farbkodierung der Lernampeln wird entsprechend des persönlichen Kompetenzstandes umgestellt. Das heißt, salopp oder einfach gesagt, ich erhalte eine persönliche Lernempfehlung. Und das ist der zweite ganz wichtige Bereich von DigiSkills. Das ist jetzt nicht nur eine Kompetenzmessung, weil die gibt es sonst auch natürlich an vielen Orten, sondern es ist die komplette Lernumgebung,
wo dann zu den eigentlich zu allen Themen von DigiSkills entsprechende Lerninhalte interaktiv im Selbststudium oder auch theoretisch im Unterricht erarbeitet werden können. Ja. Das heißt, DigiSkills ist die Kombination von Kompetenzmessung und Lernumgebung. Und am Ende idealerweise, wenn ich meinen sozusagen Kompetenzstand erweitert habe, die einzelnen Module sozusagen erarbeitet habe, durchgearbeitet habe und am Ende alle Ampeln sozusagen auf grün gebracht habe, dann kann ich mir eine DigiSkills, einen Nachweis, einen Gesamterfolgsnachweis auch herunterladen. Also das ist jetzt kein Verwechseln oder vergleichen wir das nicht mit einer Zertifizierung. Das ist jetzt kein, ich sage mal so, ECDL, das ist auch kein DCP, kein international anerkanntes Zertifikat, sondern mein persönlicher Erfolgsnachweis, die DigiSkills-Inhalte alle erarbeitet zu haben und den Kompetenznachweis positiv absolviert zu haben. So, die Plattform selbst ist, steht im Internet, die ist, wird von uns betrieben. Das heißt, es ist so unter der Adresse, wo wir dann später ohnehin noch gemeinsam einsteigen werden, rund um die Uhr verfügbar. Jede Benutzerin, jeder Benutzer erhält ein persönliches Benutzerprofil. Das heißt, und man braucht einfach gesagt einen Account, den kann die Schule ausstellen bei Lehrpersonen und auch bei Schülerinnen und Schülern. Und wir vergeben entsprechend den Schulen eine Art Master-Account für DigiSkills. Und alles, was in DigiSkills erarbeitet wurde und geschafft wurde, wird dokumentiert direkt in der Plattform. Wir haben da ausdrücklich auch darauf geachtet, dass der Datenschutz eingehalten wird. Auf der einen Seite erheben wir da keine Daten, die über den Zweck hinausgehen. Also wirklich nur Benutzername, E-Mail-Adresse und Passwort und nichts weiteres. Die Daten werden ausschließlich nur für das Lernen verwendet und in keinster Weise dann irgendwo weitergegeben, und wenn man den Account wieder schließt, wird das wieder gelöscht. Also das ist, Betrieb ist auch in Österreich, sage ich jetzt einfach dazu, ist nicht irgendwo in einer Cloud, in Google oder Azure oder sonst irgendwo, sondern ist ein österreichisches Rechenzentrum. Insofern ist das eine für Schulen oder für österreichische Bedürfnisse saubere Lösung, die wir hier anbieten können. So, jetzt ein paar Bilder, aber da will ich gar nicht so stark jetzt sozusagen ins Detail gehen. So sieht DigiSkills nach dem Login aus. Das heißt, man landet hier, wenn man als Benutzer eingeloggt ist und das allererste Mal sozusagen, jetzt bin ich zum Beispiel, also ich wäre jetzt eine Lehrperson und steige jetzt in dieses Teacher-Modul ein. Und da gibt es 9 Kurse, die in diesem Teacher-Modul enthalten sind. Und also beginnen mit Online-Kommunikation, Dokumenten, Erstellung und Bearbeitung bis hin zu Mediengestaltung, bis hin zu am Schluss dann digitale Unterrichtsempfehlungen, Recherche und Mediensammlung. Das heißt, für eine Art Crashkurs Digitalisierung für Lehrpersonen. Ja. Das richtet sich sehr stark an Lehrpersonen, die, sagen wir so, wahrscheinlich eher noch Basis- und Einsteigerlevel haben und die einfach kompakt und nicht in vielen, vielen zweistelligen oder dreistelligen Kursen sozusagen eine Fortbildung erarbeiten möchte, sondern in sehr kompakter Zeit mal eine gewisse Grund-Digitalkompetenz erwerben möchten oder einfach nur überprüfen möchten. Auch verstehe ich, vielleicht setze ich schon seit geraumer Zeit auch verschiedene Instrumente oder Lernplattformen ein, mache. Die letzten 2 Jahre haben natürlich viel dazu beigetragen, über Teams oder welche Umgebung auch immer, mit Schülern auch virtuell zusammenzuarbeiten. Man kann das hier noch einmal, einfach gesagt, auch noch einmal sich zu Gemüte führen, auch wenn man ein routinierter oder eine routinierte Benutzerin ist oder Anwenderin ist. Aber ansonsten ist das eher die Empfehlung, eine Basiskompetenzentwicklung. Richtet sich, wenn wir hier bei Lehrpersonen sind, eigentlich an alle Schularten und Schulstufen. Das heißt, das ist jetzt nicht für Lehrpersonen, zum Beispiel jetzt der Sekundarstufe 1, sondern das ist genauso geeignet auch für Lehrpersonen in der Primarstufe. Ja. Dort ist natürlich der Anteil an digitalen Unterrichtsformaten jetzt nicht so hoch, natürlich wie in der Sekundarstufe. Und also ist
für Lehrpersonen eigentlich keine Einschränkung. Wir planen übrigens auch eine im Laufe dieses Jahres oder dieses wahrscheinlich halben Jahres ein Pro-Modul auch für Lehrpersonen herauszubringen, wo wir dann aufbauende und vertiefende Inhalte zur Verfügung stellen werden. Also wirklich sehr spezifisch und für erfahrene Lehrpersonen auch hier etwas Gutes anbieten zu können. Bei den Schülerinnen und Schülern sieht es ein wenig anders aus. Da haben wir wirklich den Fokus jetzt auf die Sekundarstufe 1. Ja. Das heißt, DigiSkills, das Student-Paket, das hier auch mit 9 Modulen daherkommt, das richtet sich vorrangig an Schülerinnen und Schüler 10 bis 14 oder 11 bis 14, ungefähr halt Sekundarstufe 1. Dort, wo auch, wie gesagt, mit den digitalen Endgeräten, Schülergeräteinitiative sozusagen jetzt einiges bewegt wurde und wo einfach da und auch Pflichtfach digitale Grundbildung sozusagen ab Herbst noch einmal auch vieles ansteht, wo wir, glaube ich, mit diesem Modul auch gut unterstützen können. So, jetzt eine Ebene tiefer. Also jetzt vorher, erster Schritt, ich habe die Kursübersicht. Zweiter Schritt, ich habe hier den Kurs zum Beispiel, was haben wir gewählt, Online-Kommunikation. Und der Kurs besteht jetzt aus verschiedensten Kapiteln oder auch Untermodulen, Lektionen, je nachdem, wie man das auch nennen möchte. Und die sind hier durchnummeriert in dieser zweiten Ansicht. Und der allererste Eintrag lautet immer Skills Check, also 00. Das ist die Empfehlung, damit zu beginnen. Es ist keine Verpflichtung. Das gilt für generell für die Skills. Man muss nicht hundertprozentig dem roten Faden genau in dieser Reihenfolge folgen, sondern man kann eigentlich wahlfrei das machen, auch von hinten nach vorne oder vielleicht nur ein paar Lieblingsthemen herauspicken. Aber die Empfehlung würde schon lauten, mit dem Skills-Check zu beginnen. Ja. Skills-Check öffnet ein eigenes Fenster. Alle, die von Ihnen vielleicht schon einmal einen Digi-Check gemacht haben, die werden jetzt eine bekannte Oberfläche dann sehen. Nämlich es wird das Testinstrument, dieses Assessment-Tool von Bitmedia, geöffnet und man erhält dann eine Reihe von Aufgabenstellungen und Fragestellungen, die es zu lösen oder zu beantworten gilt. Und da wird auch meine Kollegin Denise Racker dann ein Beispiel eines solchen Skills-Check auch wirklich im heutigen im Workshop auch vorzeigen. Und den mache ich durch. Ja. Wir sind da verschiedene Anzahl an Aufgabenstellungen und Fragen eingebaut. Und wenn ich den durchgemacht habe, so in etwa könnte dann das Endergebnis aussehen. Ich erhalte zu diesem einzelnen Kurs oder Thema eine individuelle Positionsbestimmung, eine Auswertung, die sagt mir genau, bei welchen Dingen ich sozusagen, welche Dinge kann ich abhaken, weil das Skills-Check hat ein positives Ergebnis gebracht und welche Dinge, bei welchen Dingen gibt es Aufholbedarf hier in roter Farbe gekennzeichnet, wo einfach die Aufgaben oder eben Fragestellungen nicht sozusagen gelöst oder beantwortet werden konnten. Ja. Dieses Ergebnis kann ich jetzt einfach zur Kenntnis nehmen, könnte auch sagen, das war jetzt vielleicht nur ein Zufall, ich mache das noch einmal, also das Skills-Check kann beliebig oft wiederholt werden, wenn man das möchte. Und wenn man sagt, das ist eigentlich das Bild, das entspricht möglicherweise auch der Realität, dann kann ich da oben, da gibt es einen eigenen Button, der nennt sich Skills-Check anwenden. Dann kann ich das anwenden und das wird dann im nächsten Schritt auf die Lernumgebung übertragen. Ja, das könnte dann so aussehen, dass hier die entsprechenden Kurse farblich gekennzeichnet sind, die in rot markiert, also rote Ampel heißt, hier besteht Aufholbedarf, das ist empfohlen, das zu Gänze eben durchzuarbeiten. Grün bedeutet, besteht eigentlich kein Bedarf. Es wird aber immer alles angeboten. Also wir verstecken keine Lerninhalte, nur weil die Lernempfehlung ergeben hat, dass vielleicht das eine oder andere Kapitel nicht unbedingt benötigt wird. Es wird immer das Gesamtangebot dargestellt, aber mit diesen Lernampeln einfach farblich kodiert, was wird empfohlen und könnte man überspringen. Ja. So. Jetzt im nächsten Schritt, und ich muss das nicht genau zeitgleich machen, ich kann das jetzt in beliebiger freier Zeiteinteilung machen, jeden Tag 15 Minuten vielleicht oder
irgendwann einmal am Stück auch 2-3 Stunden, erarbeite ich die Lerninhalte. Und die Lerninhalte exemplarisch hier auf dieser Folie dargestellt, das sind so Art E-Learning oder auch Micro-Learning Lerneinheiten, das sind so interaktive Online-Lerninhalte, gedacht, dass man sie selbst für sich selbst erarbeitet. Je nach Thema sind sie verschieden gestaltet. Das können zum Teil, zum Beispiel oben in der Mitte, da geht es auch um die Verwendung des Programms Excel für irgendwelche Tabellen oder Berechnungen oder auch Word, weil es um ein Arbeitsdokument geht und so weiter. Und da sind dann entsprechende zum Beispiel Videos eingebaut, auch interaktive Lerneinheiten mit noch einmal Übungen direkt eingebaut in der Lerneinheit. Oder es sind allgemeine Informationen, einfach Lernmaterialien, wie unten zum Beispiel zum Thema Medien und Urheberrecht oder eben Medienformate, Audio, Video näher kennenzulernen und einfach einordnen zu können. Also eine Mischung aus Information, Hintergrundwissen, Anwendungsprogrammen auch, wie benutze ich etwas mit Empfehlungen. Also das ist in keinster Weise jetzt Anspruch auf Vollständigkeit, weil allein, wenn man sagt, man möchte da Word oder Teams vielleicht als Schulung anbieten, nein, das ist, es sind die wichtigsten Basics zusammengefasst, um einfach das Grundrüstzeug für den digital gestützten Unterricht zur Verfügung zu haben. So, so soll es idealerweise am Ende aussehen. Das heißt, wenn ich hier entsprechend alle Lernampeln auf grün gebracht habe, dann habe ich das entweder dadurch zustande gebracht, dass ich beim Kompetenzcheck alle Inhalte und alle Aufgaben geschafft habe und korrekt gelöst oder beantwortet habe, oder aber auch, weil ich alle Inhalte von A bis Z erarbeitet habe. Ja. Das ist ein persönlicher Navigationsstand. Und da oben, wenn alles auf grün gestellt ist, sozusagen, wird dann ein Button sichtbar. Sie können das hier vielleicht auch sehen, da steht Zertifikat. Zertifikat jetzt eher nur sinnbildlich verwenden für Bestätigung. Die DigiSkills-Plattform erzeugt automatisch ein PDF-Dokument, das mit Ihrem Namen dann bedruckt wird und mit dem Datum des Abschlusses dieses Moduls auch versehen wird und mit dem Thema, das hier gemacht wurde, sodass Sie das auch für sich als Nachweis herunterladen können. Ja, soweit einmal ein Überblick allgemein. Die Themen, Sie haben es eh schon im Kurs, in diesem Kursbereich gesehen. Also es sind 9 Themenfelder hier eingebaut in DigiSkills. Online-Kommunikation, Dokumentenerstellung und Bearbeitung. Also da geht es um vorrangig um Office-Dokumente, Word, PowerPoint, Excel und so weiter. Daten und Informationen gut zu präsentieren, visualisieren, gestalten und so weiter. Also wie mache ich eine PowerPoint-Präsentation, wie kann ich ein Diagramm vielleicht erzeugen, wie kann ich eine Grafik in Word korrekt einbauen und formatieren und, und. Also wichtigsten Elemente, arbeiten mit Medien, Bild, Audio, Video, digitaler Arbeitsplatz, ein wenig auf das Betriebssystem, ein bisschen auf die Geräte auch, ein wenig ein Kurzüberblick, Notebook, Tablets, so mobile Geräte ein wenig, ja, und Empfehlungen, ein paar Beispiele für digital gestützten Unterricht, wo dann auch Lernumgebungen beziehungsweise auch solche Plattformen, wie wir heute nutzen, Zoom, ein wenig kurz ein paar Features einfach vorgestellt werden und einfach die Konzepte vermittelt werden. Und das abgerundet wird es dann ein wenig mit Rechts, Thematiken, urheberrechtliche Belange und. Ja. Also alles im Allem ein guter Crashkurs, wie gesagt, nicht überbordend, keine wissenschaftliche Diplomarbeit, was hier eingebaut worden ist, sondern sehr kompaktes eigentlich. Ja. Und an der Stelle darf ich jetzt einfach an meine Kollegin Denise weitergeben. Ich werde meinen Bildschirm kurz wieder wegnehmen, sozusagen. Ja, dann herzlich willkommen auch. Ja, herzlich willkommen auch. Vielen Dank. Dann würde ich übernehmen. Ja. Darf ich auch kurz meine Rückmeldung bitten, ob Sie sehen? Ja, super. Also Sie haben eh schon vorhin beim Herrn Kohm die Plattform eben auch gesehen, wie sie ausschaut, wenn man
die Startseite sozusagen einmal nutzt, was man sieht, ist einmal ganz oben hat man einmal, kann man einen Testzugang anfordern, also den stellen wir Ihnen kostenlos für einen Monat auch zur Verfügung, wenn Sie das auch nochmal umfangreich testen wollen. Dann gibt es verschiedene Reiter, am Anfang bekommen Sie noch ein paar Überblicksinformationen zu DigisKeys, also da können Sie konkret nochmal nachlesen, was sind die Inhalte, was ist das Konzept, wie ist es aufgebaut. Und in den nächsten zwei Reitern finden Sie einfach noch Informationen, was vor allem das Teacher-Base-Paket auch betrifft, ein paar Überblicksinformationen, wie man es auch im Unterricht dann auch einsetzen kann und wie es eben auch als Fortbildung für die Lehrer genutzt werden kann. Das ist auch für den Schülerbereich, wird auch nochmal die Inhalte kurz und kompakt zusammengefasst und ein paar nähere Informationen gegeben. Im unteren Bereich finden Sie die Neuigkeiten, die wir auch immer laufend aktualisieren. Also wenn es da von unserer Seite auch eine Anpassungen oder sonstiges gibt, wird das hier grafisch dargestellt. Und in diesem Bereich finden Sie unseren Login. Und ich würde sagen, wir starten einfach einmal auf die Plattform direkt. Also wenn man auf Login klickt, kriegt eben jeder Mandant oder jeder Schüler, jede Schule bekommt einen eigenen Zugang. Also jeder hat seinen eigenen Benutzernamen, sein eigenes Passwort und kann selbstständig einsteigen. So, auf der Startseite sehen wir einmal den Lernraum. Man sieht, welches Paket ist freigeschalten, was kann man nutzen, hat man das Schülerpaket oder das Lehrerpaket freigeschalten. Also je nachdem, was eben auf die jeweilige Person zutrifft, das wird eben hier dargestellt. Wenn wir jetzt einfach einmal die Startseite anschauen, dann haben wir rechts oben unser Menü, wo wir sozusagen unser Profil finden, wo wir die Administration auch vornehmen können, wenn wir jetzt eben Administrator der Schule sind, um die Daten auch zu verwalten. Den Bereich der Abmeldung findet man. Im unteren Bereich stellen wir Ihnen auch noch ein Handbuch zur Verfügung, das was runtergeladen werden kann und nochmal zum Nachlesen, falls es da irgendwie Fragen oder noch was gibt, haben wir da ein Handbuch und vorab auch einen Quick Guide, der was Lerner dazu dient, dass sie sich einfach kurz und kompakt einfach mal über die Plattform informieren können und wie sie da am besten arbeiten können. So, ich würde sagen, wir starten einmal rein in das Student-Paket. Wie schon vorhin erwähnt, gibt es 9 verschiedene Pakete. Diese Pakete sind noch einmal unterteilt in die einzelnen Kapitel. Manche sind umfangreicher, manche sind kompakter gehalten. Wenn wir reinschauen, zum Beispiel in das Modul 7, Digitales Arbeiten und Lernumgebungen, ist es eher ein bisschen ein kompakteres Paket. Deswegen nutzen wir das heute für den Workshop, dass wir uns da mal ein paar Beispiele auch anschauen können. Wie schaut das aus? Der Skills-Check kann genutzt werden, muss aber nicht. Aber es ist eigentlich schon einmal gut, dass man mal einen Überblick bekommt, wo steht man, wie weit sind die Kompetenzen vielleicht und dass man sich das einfach einmal durchschaut. Und einen Überblick über die Inhalte bekommt. Also am Anfang ist immer eine kurze Einführung, was das Skills-Check, wie er aufgebaut ist. Klickt man dann auf das Symbol Start, öffnet sich der Skills-Check sozusagen. Und man bekommt nochmal einen groben Überblick, in welchem Modul man sich jetzt befindet. Also wir sind jetzt in Digitales Arbeiten und in der Lernumgebung. Dann auch, wie viele Fragen sind enthalten. Also wir haben da jetzt 12 Fragen. Und dann kann man eben den starten oder eben auch die Seite wieder verlassen. Wenn wir jetzt diesen Skills-Check auch starten, dann sehen wir gleich, es gibt verschiedene Fragen-Antworten-Spiele mehr oder weniger oder Bereiche. Die erste Frage ist eine Multiple-Choice-Frage. Man sieht, es gibt 1 bis 4 Antwortmöglichkeiten, können richtig sein. Wenn wir das jetzt durchklicken, genau, welche Antworten man eben auch wählen möchte. Die zweite Frage ist eben auch wieder aufgebaut in einer Multiple-Choice-Frage. Man hat die Möglichkeit, unten Fragen auch aufzuschieben, wenn man sie nicht direkt beantworten möchte. Dann kann man sie am Ende auch wieder beantworten oder man geht die Fragen wirklich Schritt für Schritt durch.
Dann gibt es eben auch ein bisschen interaktiver, dass man sagt, okay, man muss Verbindungen setzen. Man muss die einzelnen Kategorien zueinander finden. Also was ist Teams? Teams ist zum Beispiel ein Online-Klassenzimmer. Oder was ist OneNote? Es ist halt so, wenn man man kann wirklich mal schauen, wo steht man, wo ist sein Wissensstand, wie weit ist man vielleicht schon und kann sich durchklicken. Natürlich kann man auch Änderungen vornehmen, wenn man nicht gleich oder wenn man die andere Antwort wieder auswählen möchte. Also man hat dann nicht gleich den fixen Bereich. Dann in der nächsten Frage, die ist so aufgebaut, dass es eine Single-Choice-Antwort oder Frage-Antwort ist. Wie merkt man das? Man kann nur einen Bereich auch auswählen. Genau. Also das Ziel ist wirklich, dass man es abwechslungsreich gestaltet, also dass es wirklich, dass die Lerner auch Spaß dran haben, die Plattform zu nutzen. Das heißt wirklich sehr abwechslungsreich auch gestaltet ist. Genau, wenn wir das jetzt noch durchgehen. Jetzt haben wir wieder das von vorne, dass man Verbindungen schaffen muss zu den einzelnen Bereichen. Genau. Hier haben wir wieder die Möglichkeit, gibt es wieder die Möglichkeit von Multiple-Choice-Fragen. Genau. Und wir haben auch sehr interaktive Beispiele reingenommen, also wirklich, dass man die Plattform sieht und wirklich schon Bereiche auswählen muss, wo muss man hinklicken, um das gewünschte Ergebnis auch zu erzielen. Also nehmen wir jetzt her, wo kann man ein neues Team erstellen? Dann muss man genau auf diesen Bereich klicken, welchen Button man dann auch in der richtigen Anwendung auch benutzen kann. Gell? Dann haben wir den Bereich, wo kann man ein MS Word öffnen, wie kann das Teams-Beispiel auch geöffnet werden und wie kann man das Teams-Beispiel auch bearbeiten. Also sehr, sehr interaktiv, sehr umfangreich. Auch in diesem Bereich wieder, dass man wirklich die einzelnen sozusagen Fragen, Antworten, wo steht der Wissensstand? Also ein Kanal ist ein, kann man nutzen, um ein bestimmtes Thema eines Unterrichtsfachs zu widmen. Also was ist ein Chat, ist dann eben da die Frage, dass man es eben schriftlich oder auch den Videochat für die mündliche Kommunikation nutzen kann. Genau. Natürlich ist es so, wie bei Multiple Choice eben auch ist, dass auch genau, also das ist ja auch der Sinn dahinter, dass auch alle vier Antwortmöglichkeiten zum Beispiel richtig sein können, um abwechslungsreich zu schaffen und es da auch kein Schema in dem Sinn auch gibt. Was auch ist, was vielleicht auch sehr interessant ist, ist, dass die Reihenfolge sich von den Antworten auch ändert. Es ist so, dass es nicht ist, dass Schüler zum Beispiel das automatisch eben weitergehen können oder sich die Antworten einfach notieren oder wie auch immer, sondern es wird wirklich drauf geschaut, dass die Antworten sich jedes Mal einsteigen, ändern sich die Antworten. Genau. Und dann eben zur letzten Frage, wo findet man den Bereich, dass man eine Aufgabendatei eben hochladen kann? Da sehen wir, das muss man den Antwortbereich eben anklicken, damit man wirklich auch den wie man sie in der Anwendung auch nutzt, dass man das auch anklickt. Genau. So, da sind wir eben auch schon am Ende unseres Skills-Check. Es wird nochmal gefragt, ob man die Antworten jetzt, ob man sich sicher ist, ob man das annehmen möchte. Genau. Und dann kommen wir eben zu unserem Ergebnis von unserem Skills-Check. Jetzt haben wir eben vorher schon gesehen, man kann diesen Skills-Check wiederholen, wenn man einfach das nochmal durchgehen möchte, wenn man glaubt, okay, man hat sich da auch irgendwo vertan, man hat die Möglichkeit, diesen Skills-Check anzuwenden oder diesen zu schließen. Wenn wir jetzt diesen anwenden und auch wieder zurückgehen zu unserer Übersicht, so sehen wir die einzelnen Inhalte wieder. Der Skills-Check wurde durchgeführt. Also es zeigt jetzt nicht an, wie gut man, ob der grün heißt, einfach man hat ihn erfolgreich auch absolviert.
Und wenn wir jetzt aber in die einzelnen Lerninhalte anschauen, dann ist es nicht wie Fragen-Antworten aufgebaut, sondern es sind wirklich Lerninhalte, also E-Learnings sozusagen. Das geht da, also wenn wir uns ein Beispiel anschauen, also es ist aufgebaut, dass man einmal ein paar Grundinformationen zu den einzelnen Kapiteln erhält. Man erhält die wesentlichen Inhalte, also man kann da wirklich durchlernen. Wenn wir jetzt da im Kapitel Lernplattformen sind, sehen wir mal, okay, welche verschiedenen Lernplattformen gibt es, die auch üblich sind und in Schulen eingesetzt werden. Kann das gut durcharbeiten, die einzelnen Bereiche nochmal durchklicken und am Ende findet man wieder eines jeden Kapitels, findet man sozusagen wieder einen kleinen interaktiven Part, wo man eben nochmal seinen Wissensstand nochmal ein bisschen anwenden kann und sozusagen das nochmal interaktiv zu gestalten. So. Und genau, also so sind auch die Inhalte aufgebaut. Es ist jedes anders, aber trotzdem vom Aufbau ähnlich. Es geht einfach darum, dass man wirklich Lerninhalte mitbekommt, die es auch praktisch mit Beispielen belegt, dass die Schüler und Lerner oder Lehrer auch ein Gefühl dafür bekommen, wie sie das auch anwenden können. Jetzt würde ich noch gerne die Zeit nutzen und Ihnen nochmal den administrativen Bereich zeigen. Es ist ja so, es müssen ja zu Beginn ja irgendwie auch die Benutzer angelegt werden. Also der Schuladministrator bekommt von uns einen Zugang und kann mit diesem Zugang sozusagen weitere Benutzer hinzufügen. Also es können eben die Schüler und auch die Lehrer eben hinzugefügt werden. Am Anfang sieht man mal generell seinen eigenen Mandanten, seine Daten. Genau, dann hat man die Möglichkeit, einzelne Benutzer anzulegen und eben die Rollen zu verteilen, dass man sagt, okay, handelt es sich jetzt um einen Lerner, um einen Schüler oder benötigt man eine zweite Lehrperson, die man als Schuladministrator zum Beispiel hinzufügt. Aber das Wesentliche und auch das Hilfreiche ist, um eine Menge an Schülerdaten auch hochladen zu können oder viele Benutzer auch gleichzeitig anzulegen, gibt es eben eine Excel-Vorlage, die downgeloadet werden kann und auch wieder in diesem Bereich importiert werden kann. Und so hat man in ein paar Minuten alle Schüler auf der Plattform und kann diese dann eben auch im nächsten Schritt eben verwalten, falls es da irgendwie Änderungen gegeben hat. Und kann man sehen, wie man sieht, sind da ein paar Testmandanten angelegt und kann diese individuell ändern, wenn es Bedarf gibt, oder auch ein neues Passwort vergeben, weil man kennt es ja, Schuljahr ist vorbei, neues Schuljahr beginnt und es wird ein neues Passwort benötigt. Also das kann wirklich von der Administration schnell und einfach geändert werden. Man hat die Möglichkeit, Klassen und Gruppen auch anzulegen, dass man einzelne Schüler den Klassen und Gruppen zuordnet und eine gute sozusagen Übersicht auch behält, wer wo oder welches Paket dann auch freigeschaltet bekommt, weil da gehen wir auch schon in den nächsten Part in den Freischaltungen. In diesem Bereich können eben Freischaltungen getätigt werden. Man hat die Möglichkeit, mit Anklicken und Auswählen den Benutzer auf der rechten Seite sozusagen Pakete zuzuordnen. Und man kann einzelne Pakete zuordnen, vor allem das geht bei den Schülerpaketen, dass man sagt, okay, man gibt dem Schüler ein einzelnes Paket und hat für die, oder der Schüler hat für dieses Paket einen gewissen Zeitraum Zeit, dieses auch zu absolvieren. Also man kann das jetzt auf einen Zeitraum setzen von, sagen wir, einer Woche, dass man das zum Beispiel als Hausübung gibt, dass man das durchmachen muss und kann das so individuell auch gestalten, wenn es Bedarf dafür gibt. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, alles auf einmal freizuschalten, aber wenn man es wirklich ein bisschen in Unterricht auch integrieren will, was vor allem fürs nächste Schuljahr, für das Fach digitale Grundbildung auch gedacht wäre, dass man sagt, okay, man schaltet es wöchentlich die Module den Schülern und den Klassen frei. Im nächsten Reiter findet man noch einmal die Übersicht über die gesamten Freischaltungen und für Sie eben auch als Lehrpersonen oder Schulleiterinnen ist es natürlich auch wichtig, Berichte zu erhalten und auch zu wissen, wie viel haben die Schüler gelernt, wie weit sind sie, dass man da auch eine für Sie eine gesamte Auswertung
bekommt. Und da hat man hier eben im letzten Reiter die Möglichkeit, Berichte sozusagen downzuladen und sozusagen auch Berichte anzusehen und genau diese nochmal zu bearbeiten. Genau. Dann wären das eigentlich von uns mal sozusagen, das wäre ein Grobüberblick, wie die Plattform eben aufgebaut ist, was die einzelnen Inhalte sind, wie sie sich am besten administrativ vielleicht auch zurechtfinden. Und dann würde ich jetzt vielleicht nochmal fragen, gibt es jetzt von Ihrer Seite ad hoc Fragen auch dazu? Ja, es gibt ja, Fragen, und zwar, wenn ich sie einfach mal... Ja, sicher, bitte gerne. Bitte also gerne. Eine Frage wäre, mit welchen Kosten sind für einen Schulzugang zu rechnen? Mhm, genau, also wir würden da im nächsten Schritt noch einmal dazu kommen. Also wir haben da für Sie auch was Spezielles vorbereitet und würde die Frage gleich in 2 Minuten nochmal beantworten, wenn das für Sie auch passt. Ja. Gibt es vielleicht konkrete Fragen auch zur Plattform? Eigentlich jetzt nicht, also nur mit... Frau Alessandrini meinte, ändern sich die Antworten oder nur die Reihenfolge, aber in dem Fall, glaube ich, war das die Reihenfolge. Das war einfach genau. Aber die richtig. Antworten müssen ja eigentlich gleich bleiben. Genau, genau. Es ändert sich genau die Reihenfolge, einfach, dass man da auch nicht durchklicken kann, sondern sozusagen auch wirklich den Check nochmal machen kann. Weil was ich vielleicht noch einmal ergänzen kann, ist so, dass es auch aus Erfahrungen auch so genutzt wird, dass man vielleicht einmal am Anfang einen Skills-Check macht, dann geht man die ganzen Lerninhalte durch und am Ende macht man noch einmal seinen Skills-Check und schaut, okay, wie hat sich das vielleicht verändert und wie ist jetzt der derzeitige Wissensstand, genau. Ja, na dann kann ich vielleicht mit der Frage mit Beantwortung über die Kosten weiter. Okay. Genau. Ja, dann für die Herrn Kohn bitte wieder bitten, dass er seinen Bildschirm auch nochmal teilt. Sehr gerne, ja. So, sollte wieder da sein. Ja, zusammengefasst von den vielen Erläuterungen und Ausführungen. Ja. Also wir glauben, dass wir damit schon ein wenig auch die Strategie der Digitalisierung und der Bildung, des 8-Punkte-Plans und so weiter und allem, was noch kommen möge in der Zukunft, gut unterstützen. Digi-Skills, wichtig für Sie, was Sie mitnehmen können, ist, es ist sehr modular aufgebaut. Es sind überall kleinste Einheiten, viele Skills checkt, nicht eine umfassende, wo wir stundenlang aufkommen, sondern lauter kleine Elemente. Man kann das dadurch sehr flexibel einbauen, wie auch immer die Organisation der Fortbildung oder des Unterrichts erfolgen kann. Und wir entwickeln die Skills weiter. Das ist auch wichtig. Ja. Jetzt sind die Basispakete verfügbar und Plan ist, dass man so im nächsten halben Jahr dann auch wahrscheinlich zeitgerecht für das neue Schuljahr auch die Pro-Pakete zur Verfügung haben mit einer Vertiefung. Ja. Okay. Und das ist das eigentlich. Ja. Und jetzt das Kaufmännische. Denise, das darf ich dir wieder geben. Ja, wenn ich vielleicht noch kurz die Frage auch von vorhin beantworten darf. Also es ist so, wir haben uns heute eben auch für Sie noch einen Sonderrabatt eben auch mitgebracht. Sozusagen, wir würden Ihnen 20% auch nochmal geben auf unsere DigiSkills-Preise. Wie ist es generell? Also Sie haben die Möglichkeit, uns oder mich eigentlich direkt per E-Mail auch nochmal zu kontaktieren, dann auch über unser Kontaktformular. Und wir können Ihnen auf jeden Fall einmal vorab einen kostenlosen Testzugang zur Verfügung stellen, dass Sie das in der Form, wie wir das jetzt in kurzer, knapper Weise durchgegangen sind, auch nochmal umfangreich testen können, ob das für Sie auch passt. Und dann würden wir Ihnen auch ein unverbindliches Angebot zukommen lassen. Also wie ist es bei uns aufgebaut? Wir haben sozusagen eine Staffelung von den Preisen. Also es ist so, bis zu 250 Schülern wird es eben 1 Euro pro Schüler dann auch kosten für ein ganzes Jahr. Also das wären dann eben in Summe eben die 250 Euro und da würden wir Ihnen noch einmal 220% Rabatt eben auch geben. Und bei den Lehrpersonen ist es genau das Gleiche. Da fängt auch die erste Staffel bis zu 20 Lehrpersonen auch ein und ist genau der gleiche Preis. Also unser Ziel ist es einfach, gut zu unterstützen zu können, die digitalen Kompetenzen einfach von den Schülern und den Lehrpersonen zu fördern. Wir merken einfach, es ist immer wichtiger auch, wir hören die Rückmeldung von den Lehrpersonen, sie wollen sich weiterbilden, sie wollen die digitalen Kompetenzen fördern, sie wollen es auch von den Schülern, also es
der Trend ist ja auch, vor allem geht Richtung Digitalisierung immer stärker, vor allem unterrichtsbezogen auch, jetzt nicht rein nur der Informatikunterricht, sondern auch andere Unterrichtsfächer. Und da wollen wir einfach gut und bestmöglich auch mit unseren Lernangeboten unterstützen. Das heißt, wir können jetzt einen kostenlosen Testzugang für einen Monat, glaube ich, haben Sie jetzt gesagt. Genau, ja. Und müsste man den wieder abmelden oder ist man da? Nein, der wäre automatisch. Genau, das wird automatisch schon auslaufen. Aber falls Sie sich eben auch dafür entscheiden, dass Sie eben unser das Angebot dann auch annehmen und sozusagen diese Jahreslizenzen auch nutzen möchten, dann wird dieser Zugang automatisch oder würden wir diesen Zugang verlängern. Also es wird dann nicht nochmal extra ein Zugang angelegt, sondern dieser wird dann einem freigeschalten und wenn die Testphase aus ist, wird er aber automatisch stillgelegt und auch wieder gelöscht, also wirklich, dass es datenschutzkonform ist. Das ist uns nämlich auch sehr wichtig, ja. Das wäre eine Frage. Gibt es noch eine Frage von den Zuhörern, die wir jetzt nichts mehr gesehen. Nein. Also ich muss mal sagen, vielen herzlichen Dank für den Einblick und auch für diese tolle Möglichkeit eigentlich in Zeiten wie diesen, sich da einfacher durch das Ganze durchzumanövrieren, sage ich mal. Das ist sicher für viele wirklich eine große Hilfe, ja, dass man sagt, man hat diese Möglichkeit, auch dieser Testzugang, glaube ich, ist super, wenn man den einmal nutzen kann, schauen, wie komme ich mit dem zurecht. Vielleicht, dass Sie auch Rückmeldungen bekommen, wenn das in Ihrem Sinne ist, wenn man das verwendet, ob da noch irgendwelche... Das wäre sehr wertvoll. Also wir würden uns wahnsinnig über Feedback freuen. Also wenn Sie mit dem Testzugang, wenn das ein Monat zu knapp ist, dann verlängern wir den auch gerne. Also das ist keine harte Deadline. Normal ist es halt so, aber wenn Sie sagen, wir möchten das gerne noch vertiefen, ein bisschen weiter anschauen, einfach mit der Denise Racker Kontakt aufnehmen und sie wird das in die Wege leiten. Ja. Gut, das ist was. Dann möchte ich mich einfach ganz herzlich bedanken. So sehr interessant, ist eine tolle Sache, wirklich, war die Plattform. Ja, wir bedanken uns für die Möglichkeit, hier uns einbringen zu dürfen. Wir wünschen noch eine schöne Tagung, gute Tagung, sozusagen, viele spannende Vorträge und Workshops und alles Gute, sozusagen. Vielen Dank nochmal für euch. Unterricht. Ja, vielen Dank, ich darf mich da einfach anschließen und wünsche Ihnen auch noch weiterhin alles Gute.